Jo. Mach's gut, Smitty. Zucken hörst du wahrscheinlich nicht mehr. Doch, hab ich. Sehr gut. Smitty und Lootrop, ich hab hier ein bisschen, ich muss hier noch ein bisschen die Wände reparieren. Fahrräder schon leer gemacht? Nee, meins ja, deins noch nicht. Ja, klar. Ich habe gesehen hier um die Ecke, wenn du geradeaus fährst Richtung Lootrop gerade. Ja. War nochmal Kohle glatt, gleich einmal um die Ecke, habe ich gesehen. Ist ja auch nicht verkehrt. Ich bin dran vorbeigefahren, glaubt man sowas. Setze ich doch gleich nochmal die nächsten vier Beete. Willst du schon geholt? Nein, wir sind nur am Fahrrad, hast du gesagt. Muss doch nicht hinlaufen. Bauplan Stahlschlagring. Und hätte ich mir lieber was Besseres gewünscht. Den restlichen Ramsch aus deiner Bude auch gleich mit hier. Oh nein, 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 nein. Ja? Nein. 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 Was denn? Ach, verdammt. Brauche ich einen neuen Mitspieler, oder was? Du brauchst einen neuen Mitspieler, du brauchst ein neues Motorrad. Wo hast du es denn versenkt? In einem der Löcher, die ich vorhin gegraben habe, hier beim Metall. Gerade habe ich noch gesagt, oh, das sind die Löcher. Und 2 Minuten später liege ich drin. Gib's doch einfach. Ja, ich muss doch erstmal aus dem Loch rauskommen. Stimmt, was will ich denn mal noch? Ich glaube, die anderen beiden lasse ich erstmal. So, ich muss noch ein bisschen klopfen. Bin ich stehen geblieben? Hier ungefähr. Auf 14:30, allzu lang ist nicht mehr, du. Nö, so in 6 Stunden sollten wir fertig sein. Jo. Ein paar Minen habe ich noch dabei. Die restlichen Spikes setzen, wenn du dann wieder zu Hause bist. Ich schon was brummen. Da. So, Motorrad habe ich genommen. Fahrrad muss ich ja leer machen, weil der feine Herr will ja mein Fahrrad nicht leer machen. Habe ich doch mitgenommen, alles habe ich doch gesagt. So habe ich schon wieder überhört. Natürlich. Du musst dann wirklich zu. Noch dein Fahrrad nehmen und dann Motorrad holen hier. Kannst du das mal mitbringen oder geht das nicht? Ja, aber dann ist es wieder angezeigt als meins. Achso, ja, stimmt. Ja, hol ich gleich. Hast du deinen Schlafsack mittlerweile neben meinem gelegt und hast da keinen Bock mehr aufzuwachen? Nee, habe ich eigentlich nicht. Das war mir schon klar, ich kann es mir auch nicht ersuchen, aber. Ja. So, was hast du denn mit der ganzen Betonmischung gemacht? Soll ich hier unsere einzige Chance zu überleben ausbessern oder nicht? Nein. Gut, dann lasse ich. Dann wäre es günstiger, du würdest die Dinger bauen einfach. Naja, ich habe ja auch noch was in der Tasche. Ich habe schon mal 65 angeschmissen. Ich weiß ja nicht, wie weit. 500 habe ich dort. Na, hast aber ganz viel Glück gehabt. Ja. Dann ist das genehmigt. Weil hier deine Durchfall-Sandwiches, die kannst du aber selber essen diesmal. Wenn die schon wieder eine Scheißerei kriegen. Wir haben Goldrouten-Tee, da hilft dir dagegen. Ach ja, gut, hier zu Hause geht's. Unterwegs musst du vielleicht ein bisschen aufpassen. Musst ja nicht, dass du so einen empfindlichen Magen hast, ja. Natürlich. Ich bin da, Jetzt rückt er erst damit raus. Was hast du denn hier alles Schönes noch im Fahrrad gehabt? Nur die guten Sachen, ey. Naja, was habe ich denn alles drin gehabt? Weiß er schon gar nicht mehr so viel. 6 Maschinengewehrteile, ein Eisenvorschlaghammer. Ja, die Sachen. Hätte ich jetzt eigentlich gar nichts gegen. Eine AK, war das jetzt für mich? Ja, die ist für dich. Die darfst du behalten. Na, da freue ich mich. Das dachte ich mir. Obwohl, welches Level war denn? 1, beruhig dich. Nee, das ist alles gut. Achso, Minen wollte ich noch setzen. Vorschlag haben wir den Papier, was machen wir bei mir in die Kiste? Vielleicht. Ah ja, klar, weißt du, ich finde das gute Zeug, erstickt sich in der Tasche. Vielleicht mache ich da mal was von. Was willst du davon machen? Naja. Bisschen modden und mal ein bisschen ausprobieren, wie das so reinhaut. Achso, ich wollte ja mal gucken wegen Basie, was wir dafür so
Du weißt, was ich meine, ne? Ja. Welchen Punkt wir leveln müssen, damit wir einen guten Baseballschläger bekommen. Das genau. War jetzt... Schädelberechnung. So, die restlichen Minen. Was wollte ich denn noch machen? Sag mal was. Was? Gepflanzt habe ich. Hab's vergessen, fürchte ich. Wäre ja meine Abteilung hier, wenn das Schädelbrecher wäre. Ich habe einen über. Kann ich gleich rausfinden. Den einen opfere ich mal. Ja, opfer den mal. Weil beim Rest passt das ja eigentlich nicht. Schädelbrecher ist ja schon stumpfe Waffe halt, ne? Das passt ja schon ein bisschen. Mhm. Musst du nochmal raus jetzt eigentlich oder eher nicht? Wenn du deine Sachen reingeholt hast, da kann ich jetzt ja auch hier drin überleben. Ah, mein Schlafsack muss nur sitzen. Moment. Das wollte ich. Aber ich möchte jetzt schon irgendwie einen Raum weiter. Einen Raum weiter ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber. Naja, den Platz brauchen wir wahrscheinlich einfach nochmal hier an der Seite, ne? Aber ja, meinetwegen kannst du ihn erstmal in die Ecke klatschen. Ne, Baseballschläger ist nur Stufe 1. Warum kann ich ihn. Ach, wegen der Fackel kann ich da nicht nehmen, oder was? Auf keinen Fall schlafe ich hinter dem Fußende. Geht hier nicht? Hier direkt? Nein, hier da. Was? Doch. Nee. Hä? Na gut, dann nicht. Vielleicht könnte ich ihn quer in die Wand legen, dann kannst du zwar daneben nehmen. Das würde vielleicht gehen. Weißt du, hier. Ah ja. Ah, bestimmt. Nee, würde ich sagen. So richtig geht das nicht wegen der Kiste oder was? Wahrscheinlich, ich habe mit Zielen gepackt, komm. Na, jetzt mitten im Weg, schön. Machen da in die Wand wohl gerade hat das erstmal. Ob es ja liegt nicht mitten im Weg. Ja, wenn das ginge, wäre es toll. Ah ja. Was ist denn, was muss ich denn lernen, um die Knüppel hochzuknüppeln? So ist besser, ne? Das geht nicht. Ich sehe gerade nichts. Gut, Gott sei Dank. Ich weiß es nicht. Ich habe auch noch nicht geguckt. Derzeit. Ich würde sagen, bereiten uns jetzt nochmal mental aufs Schlimmste vor und sehen uns dann um kurz vor 10, bevor wir gehen. Von dieser Welt. Das hört sich gut an. Bis gleich. Tschüss. So, ist mir die alle Waffen durchgeladen? Aber selbstverständlich, warum fehlen mir 3 Punkte Gesundheit? Was ist denn da nicht in Ordnung? Das ist natürlich ein schwerwiegender Fauxpas. Das könnte uns hier den Sieg kosten. Da hast du wohl recht. Sollen wir hier vorne ein bisschen gucken? Ich fall wahrscheinlich als erstes das mal runter, dann komme ich nicht mehr rein in die Base. Ja, da, wenn du jetzt da weg bist, das ist... Musst du aufpassen, wenn du auf der Mauer rumturnst. Ich habe auch keine Blöcke in der Tasche, dass du die hochbauen kannst. Na ja, noch ein paar Blöcke hätte ich dabei. Muss ich na gut, im Notfall schmeißt eine Bombe rein und dann geht's los. Unsere Sachen liegen noch unten, ne? Welche Sachen? Ein Fahrrad und... Ja, meins nicht. Ah. Das habe ich gemeint mit, wenn du deine Sachen weggenommen hast, müssen wir da nicht mehr runter. Ach so. Ups. Naja, das wird schon gut gehen. Ne? Jetzt gehe ich da auch nicht mehr runter. Schaffe ich nicht mehr. Du kommst doch nicht mehr hoch. Ne? Nee, ich muss hier erstmal alle Spikes und Minen auslösen. Absoluten Notfall, wie gesagt. Eine Mine zwischen die Spikes, dann ist alles weg. Hier so eine Handgranate, dann kommst du wenigstens wieder rein, aber ja. Nur im Notfall. So, ich bin tatsächlich leicht angespannt. Mal gespannt, was jetzt gibt. Spielstadium sind wir jetzt doppelt so ungefähr so weit, wie beim letzten Mal nochmal festgestellt. Ah, ja, können wir mal ganz kurz her, ne? 57 und 60. Bin ich denn eigentlich 2 Level unter dir? Was ist denn da wieder los? Dafür, dass du ja 10.000 Punkte angeblich verballert hast, frage ich mich, was du die ganze Zeit gemacht hast. Ich weiß auch nicht. Ob es da die Mauer hält, sonst gibt es ein Problem. Naja, komm, solange sie nur per Leiter hochkommen, ist mir der Rest egal. Sonst stehen wir hier oben und warten. Und wenn sie dann aber noch hier hochkommen, dann haben wir ein Problem. Ich hoffe, die kommen nicht hier drüben. Das wäre blöd. Die Performance ist da ein bisschen schlechter. Oh, es geht los. Hinten an der Mauer kommen sie. Oh ja. Und rechts kommen sie.
Okay. Alter, ich bin fast runtergefallen. Nein, bist du im Ernst? Fast. Irgendwelche Geier? Nee, Polizisten waren da aber. Oh, okay. Einer jedenfalls. Den habe ich aber schon. Militär zum Glück. Jo. Alter. Was denn? Hier kommt ganz schön was. Ah, ich seh's. Was, sie brennen? Oh, Polizist. Oh, ja. Er ist down. Oh! Ist er tot? Ja. Ja, ja, ja. Bin das hochgeschafft. Die klitzekleine Spinne. Oh. Verbrennen sein Loot nicht. So. Nein. Oh, die wirft man aber nicht sehr weit. Brennst du? Ich brenne. Ja, brennst du da? Ich muss mal kurz meine Waffen reparieren. Aber übrigens Wasser trinken, ne, wenn du brennst. Jetzt brenne ich gleich nicht mehr. Okay. Aber beim nächsten Mal ist gut zu wissen. Alter, Leute, warum soll ich mal? Kommen die nur hier? Ja, scheint so. Anscheinend ja. Drin? Ja, der ist an mir vorbeigesprungen. Ja, da unten ist er drin. Oh. Boah.
Alter, oh. Wie hoch können nicht springen, Alter? Alter. Jetzt macht er nichts mehr. Jetzt habe ich ihn, ja. Oh. Schwachstelle. Ja. Kommst du so weit klar, ja, ne? Ja. Ich werde mal kurz so rumgucken, wie es auf der anderen Seite noch aussieht. Weil hier höre ich nämlich auch die ganze Zeit was rum. Ja, sie kommen ja von der anderen Seite jetzt langsam auch runter. Okay. Ja, man hört die Minen krachen. Aber noch alles ganz harmlos. Wie sieht es bei dir aus? Hier drüben war leer. Ja, von vorne kommen sie jetzt ein bisschen. Jetzt kommen sie ja von der anderen Seite. Ja, jetzt kommen sie hier. Okay. Aber noch geht's, noch hauen sie in die Spikes rein. Oh ja. Aber die graben ganz gut unten was weg. Vielleicht müssen wir nochmal eine Reihe vorlegen. Aber die Mauer kommt ja hier. Und sich unten durchgraben oder was? Durchaus möglich, dass sie das vorhaben. Aber. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja. Ist ja nicht zu glauben, dass sie einstecken. Die stecken echt noch gut ein, ey. Oder?
Boah, ich krieg die kaum weg, ey. Guck mal rum. Einen höre ich noch klopfen. Ja. Ich glaube, das war's. Ich glaube auch. War eine halbe Stunde länger als am letzten Mal. Ungefähr. Ich loote erstmal mir die Taschen voll hier. Das war ja klar. Oh, ich hoffe, du warst das. Ja, alles gut. Alter. Oh, Bogenteile, glaube ich, habe ich gefunden. Lass mal alles einsammeln. Munition ein bisschen. Ja, Munition habe ich auch so einiges gefunden. Vorsicht vor den Minen. Oder da hat Geld dabei. Da wollte ich nochmal zum Händler. Auch von hier sind sie gar nicht gekommen. Hier habe ich ganz viel Minen gelegt. Vorsicht. Ein bisschen unangenehm. Nee, diesmal sind sie da nicht hergekommen. Nee. Ja, fast gleich ist mir eine Mine reingelaufen. Ja, was für eine betörende Musik hier. Als wenn nichts gewesen wäre. Wow. Und die hier Löcher gerissen. War schon ziemlich tief. Die haben ganz schön hier reingehauen. Jo, gegraben ohne Ende. Gegraben haben sie ohne Ende. Und hier die Wand, da waren sie ja, hat nicht viel gefehlt, ne? Oh, oh. Ja, stimmt wohl. Aber durchgepasst haben sie nicht. Hätten sie noch einen mehr weg. Ja. Nach oben und nach unten weghauen müssen. Haben wir schon alle Säckchen gelootet? Ich fand das schön. Ich hätte gerne noch ein paar mehr gehabt. Ja, ich glaube, es waren alle. Hua. Ja, ich glaube, wir müssen noch ein bisschen was nachlegen, ne? Wenn die jetzt schon durch die Mauer kommen, weil... Naja, ist die Frage, wie schnell wir jetzt halt die restliche Base umgebaut haben, ne? Ja. Dann hat es sich ja ergeben, dann haben wir hier unten auch eine doppelte Geschichte Wand vor. Vielleicht demnächst auch Eisenspikes, ne? Dann ist also vielleicht auch alles nur noch... Ja, ja. Geht dann. Wir müssen nur gucken, wie gut wir zurechtkommen. Ansonsten hast du recht, ansonsten müssen wir die Mauer nochmal ein bisschen ausbessern. Mhm. Das ist mir schon fast zu knapp für die nächste Runde dann, weil... Naja, wir waren Luft nach oben, da hätten sie auch noch... Also ich glaube, hätten wir jetzt voll 4 Stunden durchgezogen, dann wären sie auch vielleicht... Ja. Wäre es eng geworden, aber so ist er noch... So, meinen Klamotten ist aber nichts passiert hier draußen. Was hast du denn Schönes abgeschraubt? Munition? Munition, ein bisschen. Dreimal Vitamine, einmal diesen Regok, 548 Jetons, Schlagringteile, Nachtpirsche Band 4, 7 geschmiedetes Stahl, eine Dose Thunfisch, ein Bergbauarbeiterhelm und eine Herausforderung, tierisch gut. Ach ja, und noch ein Lederstaubmantel. Ja, immerhin mal eine Herausforderung. Munition ein bisschen und obwohl, naja, ja, schon ganz ordentlich. Aber jetzt ein bisschen was zu essen... Ein Buch, irgendein Speer für Speere. War nicht so geil. Ein paar Motorwerkzeugteile, Machetenteile. Ich glaube, das alte Geld können wir zerlegen, dass wir Papier kriegen, ne? Was sonst kannst du mit dem alten Geld ja nichts machen. Der Händler zahlt ganz gut dafür, ne? Dann zahlt, glaube ich, 1,5. Okay, das ist dann gut. Dann kann man es verkaufen, wenn das geht. Aber ja, Papier ist natürlich auch, ne? Wenn es mal eng wird, müssen wir wieder reinkommen, ne? Nee. Ernsthaft? Warte mal, 3 Blocks habe ich. Das muss aber reichen. Entschuldigung. Der Blumenmund ist vorbei. Also, so fast so. Du hast jetzt nicht ernsthaft hier mit so einem Ding geschmissen. Nicht auf dich. So, herzlich willkommen. Danke. So. Blutmund Nummer 2. Sagt Smitty, ist ein Lacher.
Ja, jetzt waren zwei Polizisten am Start, ne? Sonst nichts Gewildes. Bisschen, also von der Menge her waren es nicht mehr. Halbe Stunde länger war es ja jetzt gewesen. Mhm. Das Einzige, was ein bisschen dazu kam, waren die Polizisten. Nee, die Polizisten meine ich gar nicht. Da waren nur zwei, wie heißt er denn hier, der Militärhandys. Aber davon waren auch nicht so viele. Groß und Ganzen ging es eigentlich. Ja, ich fand die aber schon recht kräftig. Also ich musste die ganze Weile drauf umknallen, bis der Mann was weggegangen ist. Ja, das ist ja aber Blumenmond, ne? Das ist, Naja, gut, ist klar. Ne? Spaziergang im Kindergarten soll das ja auch nicht sein. Richtig. Nachteil ist, ich habe aber auch knapp 700 Schuss durchgeschossen. Ja. Allein 7,62er. Ich habe auch nur noch so um die 150 von 750 und... Dann auch Pistole erstmal gechanged, damit ich im Notfall noch welche über habe, wenn dann nochmal was kommt. Ja, habe ich tatsächlich auch, aber da habe ich nur 80 von verballert. Also okay. Ich mir zum Schluss dann. Inge Auen hat es auf jeden Fall. Da würde ich sagen, das ist doch mal einen Daumen wert. Definitiv. Ja, mal gucken. Wir arbeiten ja stetig die Base schnell fertig. Wer weiß, wie weit wir kommen jetzt. Ja. In den nächsten 6 Nächten. Ja, ein bisschen was zu tun ist da. Vielleicht haben wir sie ja dann schon zur 50% fertig. Vielleicht hinten die Seite. Und die Seite, dann ist es ja nur noch die und die. Und das ist dann ja easy. Nee, ist klar. Gut, Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Ihr hofft, mir hattet Spaß an der Folge. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei 7 Days to Die. Goodbye. Tschüsschen. Gott sei Dank, ich lebe noch.